Liebe Freunde des Rechts, das Bundesverfassungsgericht schreibt mal wieder Rechtsgeschichte. Wir dürfen alles, was wir über 185 und Prüfungsschemata gelernt haben, wegwerfen und neu schreiben. Und vor allem einige Gerichte dürfen sich nochmal neu überlegen, wie sie künftig mit Beleidigungen umgehen. Das Bundesverfassungsgericht ist in diesem konkreten Fall, wie es ein Twitter-User nannte, wie eine Dampfwalze über das Kammergericht Berlin hinweggefahren. Es ging um Beleidigungen und um die Frage, wie wir mit Beleidigungen umgehen, die nicht nur Unhöflichkeiten sind, aber noch keine Formalbeleidigungen und Verletzungen der Menschenwürde sind. In dem Fall selbst geht es um Renate Künast. Viele haben den Fall in den vorherigen Instanzen schon mal mitbekommen. Ursprünglich bekannt wurde der Fall, weil der Begriff Drecksfotze nach Auffassung des Landgerichts Berlin, also in der ersten Instanz, als eine zulässige Meinungsäußerung betrachtet worden war. Damals ging es darum, dass Renate Künast von Facebook die Auskunft haben wollte, wer sich hinter einem Account oder einem Post versteckt. Facebook hatte dazu gesagt, das sagen wir nicht, schließlich liegt hier keine Beleidigung vor, es muss erst richterlich geprüft werden. Diese Überprüfung kam dann zum Ergebnis, dass ja keine Beleidigung vorlag. Das Kammergericht hat nach öffentlichem Aufschrei und Rechtsmittel zunächst einmal seine Einschätzung hinsichtlich einiger der Äußerungen korrigiert. Das Kammergericht, also das Oberlandesgericht, die nächste Instanz, hat dann auch nochmal eine Entscheidung getroffen, aber kam am Schluss zum Ergebnis, dass bestimmte Äußerungen, wie zum Beispiel krank im Kopf, keine Beleidigung sei, weil noch keine Schmähung eingetreten sei. Und das war nicht so ungewöhnlich, denn tatsächlich war es die allgemeine Übung in der Rechtsprechung, dass man gesagt hat, naja, wir schauen, haben wir eine Formalbeleidigung, ist also die Formulierung so schlimm, dass sie ohne weiteres eine Beleidigung darstellt, und zwar eine Verletzung der Menschenwürde oder eine Schmähkritik, das sind die Begriffe, die dabei fallen, die aber nicht leicht in der Abgrenzung sind. Und bisher hat sich die Rechtsprechung darauf konzentriert, diese Abgrenzung vorzunehmen. Habe ich eine Schmähkritik oder nicht? Und wenn ich nicht die Schmähkritik habe, dann kommt die Meinungsfreiheit zum Tragen. Und da haben viele Gerichte in letzter Zeit einfach gesagt, okay, ist noch keine Schmähkritik, deswegen sind wir im Bereich der Meinungsfreiheit, eine Abwägung. Und sobald ich irgendeinen sachlichen Bezug habe, dann ist es zulässig, weil die Meinungsfreiheit hoch zu halten ist, wichtig ist. Und, naja, das schreibt man nicht so ausdrücklich rein, aber implizit war die Entscheidung dann in der Vergangenheit über, die Meinungsfreiheit ist wichtiger als das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Und jetzt kommt das Bundesverfassungsgericht und sagt, nee, Freunde, so geht es nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ihr müsst eine Abwägung durchführen. Das ist für sich genommen nicht neu. Wir wussten schon vorher, dass wir hier in diesem gelben Bereich eine Abwägung durchführen müssen. Aber bisher war die Abwägung damit getan, dass ein Gericht gesagt hat, ist noch keine Schmähkritik, Meinungsfreiheit kommt in Betracht und wir sind der Auffassung, dass hier ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt aber das Prüfungsschema aufgestellt und dabei nebenher festgestellt, dass das Kammergericht Berlin nicht einmal ansatzweise die notwendigen Prüfungspunkte erledigt hat und dass allein schon deswegen klar ist, dass diese Entscheidung falsch ist. Wow. Das Bundesverfassungsgericht sagt, für eine Abwägung ist es notwendig, dass man beide Seiten erst einmal identifiziert und bewertet. Und zwar auf der Seite der Meinungsfreiheit. Wie wichtig war dieser Beitrag zur Meinungsbildung? Und da muss man berücksichtigen, dass die Meinungsfreiheit auch als Machtkritik wichtig ist, dass sie viel Freiraum braucht und dass sie deswegen ja in der Tat einen hohen Stellenwert hat. Auf der anderen Seite jedoch sagt das Bundesverfassungsgericht, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht völlig schutzlos dasteht und dass keinesfalls die Meinungsfreiheit immer indiziell den Vorrang genießt, sondern es muss eine Abwägung stattfinden. Und dann muss man wiederum betrachten, wie stark ist der Eingriff hier in diesem speziellen Fall für das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Denn es darf nicht dazu führen, dass Politiker schutzlos gestellt werden, nur weil sie Politikerinnen und Politiker sind. Denn das könnte dazu führen, dass sich ansonsten bald niemand mehr findet, jedenfalls niemand mit Qualifikation oder der eine Wahl hat, um dieses Amt auszuführen und Politiker zu sein, wenn wir gleichzeitig in der Justiz sagen, hey, schön, dass ihr es macht, aber ihr seid von nun an schutzlos, ihr müsst es euch gefallen lassen, dass ihr als Idioten oder Dummköpfe oder in anderer Weise beleidigt werdet. Und man hört auch ein wenig raus, dass das Bundesverfassungsgericht einiges an Gewicht sieht auf der Seite des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt für diese Äußerungen, die hier aufgeführt waren, keine Abwägung vorgenommen, sondern schlichtweg gesagt, und das ist das eigentlich Interessante, ein Gericht, was diese Abwägung nicht vornimmt,
verletzt bereits die Verfassung. Wow, das bedeutet nämlich, wenn in einer Entscheidung, und das ist fast wie im Verwaltungsrecht, nicht ordnungsgemäß die Abwägung durchgeführt, nämlich aufgezählt, was spricht für die eine, was spricht für die andere Seite, um dann eine Entscheidung zu treffen, warum man sagt, dass diese Seite jetzt mehr wert sein soll als die andere, dann habe ich keine richtige Entscheidung und dann verletze ich entweder die Meinungsfreiheit oder ich verletze das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Gar nicht so einfach. Also wenn ich in diesen Bereich komme, wo ich also zwischen der bloßen Unhöflichkeit oder der Formalbeleidigung mich bewege, also dieser gelbe Bereich der Nichtachtung, Äußerungen wie krank im Kopf, die für sich genommen noch keine Beleidigung aufgrund der Formulierung darstellen, dann muss das Gericht also richtig arbeiten. Und wenn wir uns die Entscheidungen in der Vergangenheit anschauen, dann stellen wir fest, dass die meisten Entscheidungen diesem Anspruch nicht gerecht werden. Und zwar egal in welche Richtung, sowohl bei einer Verurteilung als auch bei einem Freispruch. Wobei wir sagen müssen, in den meisten Fällen sind die gelben Fälle zu einem Freispruch oder zu einer Einstellung gekommen. Nur bei den Fällen, wo wir wirklich eine Formalbeleidigung und eine Verletzung der Menschenwürde hatten, dort haben die Gerichte in der Vergangenheit Beleidigungen angenommen. Ansonsten wurden diese Sachen häufig eben eingestellt. Und das könnte sich jetzt ändern. Und das zeigt jetzt ein wenig, welche Bedeutung diese Entscheidung hat. Denn jeder, der zum Beispiel beleidigt wurde, Strafanzeige erstattet und dann einen Zweizeiler von der Staatsanwaltschaft bekommt, in dem irgendetwas von Meinungsfreiheit drinsteht, ohne dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht in seiner Bedeutung und der Intensität des Eingriffs gewürdigt wird, der kann sich künftig an das Bundesverfassungsgericht wenden und hat gute Aussichten auf Erfolg. Nun ja, das bedeutet für die Karlsruher Richter, dass sie vermutlich in nächster Zeit viel Arbeit haben werden, bis sich das Ganze rumgesprochen hat. Und deswegen verbreite ich hier dieses Video, damit möglichst viele Richter und Staatsanwälte sehen, dass hier eine grundsätzliche Entscheidung getroffen wurde. Das hat natürlich die Justiz längst bemerkt. Also sowas geht ja nicht an einen vorbei. Und ich bin persönlich sehr froh, dass wir eine Entscheidung gleich vom Bundesverfassungsgericht mit einer so grundsätzlichen Abwägung bekommen. Denn es wäre ein langer Weg, wenn wir warten müssten, bis die verschiedenen OLGs jeweils ihre Richtung finden und dann irgendwann vom BGH bestätigt werden. Wir haben in den letzten Monaten, Jahren schon öfter diese Tendenz bemerkt, dass nämlich Gerichte sagen, Politiker müssen sich nicht alles gefallen lassen oder Aktivisten, Journalisten oder normale User im Netz, sondern das Internet ist eben kein rechtsfreier Raum und die eingetretene Verrohung der Sitten nehmen wir nicht einfach hin, sondern wir müssen jetzt erst recht dagegen steuern und klar machen, dass die Regeln des Grundgesetzes und dabei auch der Artikel 2, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, Ausfluss aus der Menschenwürde, aus Artikel 1, eine Bedeutung hat und Schutz bedarf, ohne dass dabei die Meinungsfreiheit verletzt wird. Und das macht die Sache jetzt so schwierig für die Gerichte, diese Abwägung zu treffen. Denn ich glaube, dass die meisten Entscheidungen schon allein an diesem formalen Kriterium scheitern werden. Deshalb also wahnsinnig wichtige Entscheidung, wird dazu führen, dass sich Entscheidungen ändern, zumindest hinsichtlich des Begründungsaufwandes. Und wenn sie es nicht tun, dann weiß jeder, dass er mit einer Verfassungsbeschwerde sich an das Bundesverfassungsgericht wenden kann. Ich finde es gut, bin gespannt und freue mich darauf, wie die Justiz darauf reagieren wird. In diesem Sinne, bleibt gesund.